1857 ist Sissi als ganz junge Frau mit Franz Josef für mehrere Monate auf eine Goodwill-Reise nach Ungarn gefahren und damals dürfte sie schon eine große Vorliebe für dieses Land und seine Menschen entwickelt haben. Ungarn galt damals als eher wildes, pittoreskes Land. Seine Menschen waren sehr lebenslustig, haben gerne gefeiert, getanzt, waren wilde Reiter. All das hat Sissi gefallen, die ja immer ein großes Problem mit dem strengen Zeremoniell des Wiener Hofes hatte. Und auch sie selbst ist dort sehr gut angekommen und wurde sofort sehr bewundert, hofiert und gefeiert. Sie hat auch auf dieser ersten Reise schon viel dazu beigetragen, dass es zu einer Versöhnung zwischen den Ungarn und Franz Josef gekommen ist. Auf dieser Reise hat Franz Josef eine Amnestie für all jene Menschen erlassen, die nach der Revolution von 1848 wegen ihrer Teilnahme an der Revolution verbannt oder enteignet worden waren. In den 1860er Jahren hat die Kaiserin den Hof dann damit überrascht, dass sie den Wunsch geäußert hat, Ungarisch zu lernen. Sissi galt als nicht besonders sprachbegabt, man hatte vergeblich versucht, ihr Tschechisch beizubringen, aber ihre Liebe zu Ungarn war so groß, dass sie diese Sprache in relativ kurzer Zeit sehr gut gelernt hat. 1865 wurde für Sissi dann eine sogenannte Vorleserin engagiert, Ida von Ferenczi aus Ungarn, die de facto keine Vorleserin, sondern so etwas wie eine Gesellschafterin war. Und diese Frau wurde in den kommenden Jahrzehnten Sissis beste, engste und vertrauteste Freundin. Ida von Ferenczi stammte aus einer sehr liberalen ungarischen Familie. Sie war persönlich bekannt und vertraut mit den wichtigsten ungarischen Politikern der Zeit, Ferenc Deund Gyula Graf Andrássy. Und diese Politiker haben nun die enge Freundschaft der Kaiserin mit Ida dazu benutzt, um die Kaiserin mit ihren eigenen politischen Ideen vertraut zu machen. Das heißt, sie haben lange politische Briefe an Ida Ferenczi geschickt und diese Briefe hat Ida dann der Kaiserin vorgelesen. Das waren die wenigen Dinge, die sie ihr wirklich vorgelesen hat. Die Kaiserin hat ja täglich viele Stunden beim Frisieren verbracht. In dieser Zeit hat sie ungarische Konversation mit Ida gemacht. Das war dann so etwas wie eine Geheimsprache, denn niemand sonst am Hof sprach Ungarisch, also weder die Hofdamen noch die Dienerinnen, die anwesend waren. Und so konnten Ida und die Kaiserin ganz ungeniert über sehr revolutionäre, liberale politische Themen diskutieren. Es dürfte kein Zufall sein, dass bereits wenige Monate nach der Ankunft der Ida von Ferenczi in Wien der Kaiser dazu überredet werden konnte, zum ersten Mal seit 1857 wieder nach Ungarn zu reisen. Er ist mit Sissi nach Ungarn gefahren und er hat dort erste Liberalisierungsschritte gemacht. Er hat beispielsweise die immer noch herrschende Militärgerichtsbarkeit aufgehoben. Sissi hat bei dieser Reise wieder Triumphe gefeiert. Sie war eine voll erblühte Schönheit, die von den Ungarn sehr hofiert wurde. Aber das, was der Kaiser politisch dort gemacht hat, das war ihnen nicht genug. Die Ungarn wollten, dass der Kaiser sich krönen lässt und sie wollten, dass ihre Nation innerhalb des Gefüges der Monarchie eine Sonderstellung bekommt. Das war allerdings nicht so einfach, denn Franz Josef hat ja seit 1848 autoritär regiert. Er hat sich in keinem seiner vielen Königreiche und Länder krönen oder huldigen lassen. Denn das hätte bedeutet, dass er einen Kontrakt mit dem jeweiligen Volk eingeht und dass er diesem Volk eine Verfassung gibt. Es wäre also jetzt ein großes Problem gewesen, eines dieser Völker durch eine Krönung und die Gewährung einer Verfassung zu bevorzugen.1866 war ein echtes Schicksalsjahr für Österreich. Es gab Krieg mit Preußen, es gab Krieg in Italien. Und als die Preußen die Österreicher bei Königgrätz verheerend geschlagen hatten, bestand sogar die Gefahr, dass sie bis nach Wien marschieren und die Monarchie zerschlagen. In dieser Situation wurde die Hauptstadt evakuiert, man hat die Kunstschätze, die Akten in Sicherheit gebracht und Sissi ist mit ihrer Familie, mit ihren Kindern nach Ungarn geflohen. Das war damals politisch sogar sehr günstig, denn das Letzte, was man zu diesem Zeitpunkt brauchen konnte, war ein Aufstand in Ungarn. Und so hat sich der Hof erhofft, dass die Anwesenheit der beliebten jungen Kaiserin in Ungarn für Ruhe und Sicherheit sorgen wird. In Ungarn stand Sissi allerdings ganz unter dem Einfluss von Gyula Andrássy, dem es gelungen ist, sie davon zu überzeugen, dass sie die Monarchie retten kann, wenn sie den Kaiser dazu bringt, sich in Ungarn krönen zu lassen und den Ungarn einen Ausgleich zu geben.
Und während Franz Josef in Wien immer mehr vereinsamt ist und teilweise schon flehentliche Briefe an seine Frau nach Budapest geschickt hat, sie soll doch in dieser schwierigen Zeit zu ihm und den Kindern kommen, saß Sisi in Budapest und hat ihm lange, lange Briefe geschrieben, in denen sie ihn ausführlich ermahnt hat, doch endlich einen Ausgleich mit Ungarn zu machen. Im Moment war daran allerdings nicht zu denken. Sisi ist dann doch noch nach Wien zurückgekehrt und der Kaiser musste eine ganz große Niederlage einstecken. Venetien ging verloren und mit dem Sieg der Preußen bei Königgrätz war auch endgültig besiegelt, dass Österreich im deutschsprachigen Raum keine Rolle mehr spielt und seine Vormachtstellung endgültig an Preußen abgeben muss. Anfang 1867 hatte Sisi ihren Mann allerdings dann doch so weit, dass er einem Ausgleich mit Ungarn zugestimmt hat. Und so kam es dann im Juni des gleichen Jahres zur Krönung des Kaiserpaares in Budapest. Sisi und Franz Josef wurden zum König und zur Königin gekrönt und für Sisi war das ein echter Triumphzug. Sie hat sich eigens für diesen Anlass ein prächtiges Kleid im ungarischen Stil in Paris schneidern lassen. In diesem Kleid saß sie dann in der goldenen Krönungskutsche der Habsburger, die auch bei uns in der Ausstellung zu sehen ist, und ist zur Krönungskirche gefahren, wo sie dann gemeinsam mit ihrem Gemahl zur Königin des Landes gekrönt wurde. Die Ungarn waren begeistert, sie haben ihrer schönen Königin zugejubelt, sie wussten, dass sie das in erster Linie ihr zu verdanken haben und aus Dankbarkeit haben die Ungarn dem Kaiser- oder Königspaar dann das Schloss Gödöllő in der Nähe von Budapest geschenkt, das Sisi schon lange gefallen hatte und das dann in den folgenden Jahrzehnten zu einem ihrer liebsten Aufenthaltsorte wurde, wo sie sehr viel mehr Zeit verbracht hat als in Wien. Auch der Kaiser wurde dafür belohnt, dass er seiner Frau diesen großen Herzenswunsch der ungarischen Krönung erfüllt hatte. Franz Josef hat sich schon lange ein viertes Kind gewünscht und dieses Kind kam dann ungefähr ein Jahr nach der ungarischen Krönung in Ungarn zur Welt. Es war ein Mädchenerzherzogin Marie Valerie und dieses Kind war dasjenige, das Sisi zeitlebens am nächsten gestanden ist und am meisten am Herzen gelegen ist. Die Versöhnung mit Ungarn und der damit verbundene Ausgleich war das einzige politische Engagement, das Elisabeth Zeit ihres Lebens getätigt hat. Und sie war wahrscheinlich der Ansicht, dass das sehr erfolgreich war und dass sie damit die Monarchie gerettet hat. Aus heutiger Sicht muss man das sehr viel differenzierter sehen. Natürlich hat der Ausgleich die Gefahr eines Aufstands, einer Abspaltung Ungarns gebannt, aber auf der anderen Seite hat er auch sehr viel neues Konfliktpotenzial geschaffen. Österreich war ein Vielvölkerstaat mit unzähligen Nationen und so war es ein Problem, dass nach dem Ausgleich zwei dieser Nationen, nämlich die deutschsprachigen und die Ungarn, über alle anderen gestellt wurden. Und das hat bei den vielen, vielen anderen Völkern und Ethnien der Monarchie begreiflicherweise sehr viel böses Blut gemacht und hat sehr destabilisierend gewirkt.